So, kurzes Tutorial zum Zeigen, wie man damit umgeht, wenn man dann vom reinen Entwerfen schön langsam in die Detailplanung einsteigt. Wir haben ja hier das Problem, zum Beispiel hier Erdgeschoss, ich habe eine andere Schraffur bei der Wand als bei der Decke und die Decke läuft ganz raus, was nicht richtig ist, weil wir eine Deckenranddämmung brauchen, wenn wir dann alle Wände mit der Zeit umstellen. Wenn ich das in 3D anschaue. Moment, suchen, aktivieren. Ich will jetzt alle Wände im Erdgeschoss, also Alt-Klick hier aktivieren, Alt-Klick auf die Wände im Obergeschoss, alle aktivieren, dann Steuerung F, die Favoriten reinholen. Momentan haben wir 38 cm Außenwand in einem durch. Ich möchte jetzt aber, das lasse ich gleich, hier, Moment, gehe ich mir weniger auf zur Seite, hier möchte ich einen 25er HLZ, wo es 12 cm Vollwärme dem Verbundsystem ohne Putz. Dieses hier. Sonst lasse ich alles gleich. Das kann ich wieder zumachen. Jetzt schaut das einfach anders aus, klarerweise. Und jetzt, wie bringe ich diesen Vollwärmeschutz in die Decke? Wenn ich jetzt in den Grundriss gehe, Erdgeschossgrundriss, hier ist die Decke. Das Einfachste ist, ich kopiere die Decke in sich selbst. Steuerung E von diesem Punkt. Steuerungstaste drücken, damit er kopiert. So, jetzt kopiere ich. Nein, jetzt schnappe ich mir die Decke, mache sie kleiner. Jetzt habe ich hier eine Decke und weiter heraus noch eine. Und jetzt schneide ich die Kontur der kleineren Decke von der größeren weg. Es ist immer ganz günstig, wenn ich alles sehe, wenn ich sowas tue. Jetzt kann ich einfach nachzeichnen. Ich kann zum Beispiel auf Deckenwerkzeug gehen und einfach die Punkte nachzeichnen oder mit dem Zauberstab versuchen, die Kontur zu erreichen. Hat er nicht gemacht. Dann muss ich nachzeichnen, hilft nichts. Ich könnte natürlich auch alles andere ausblenden, wäre natürlich auch möglich. Aber auch selbst mit dem Nachzeichnen ist es nicht so wild. Die paar Punkte hat man schnell nachgezeichnet. So, jetzt habe ich hier sozusagen meine Deckenranddämmung, allerdings immer noch in Beton. Ich brauche jetzt eine andere Schraffur. Steuerung 2. Also, ich schaue mal noch mal kurz an. Ja, dieses, Steuerung HTST. Außenwand 12 cm. Also, wenn ich drauf gehe, diese Schraffur schaue ich mir jetzt genau an. Pardon. Optionen, Elementattribute, mehrschichtige Bauteile. Das war's. Diese Schraffur ist jetzt genau was? Dämmung hart. Weit drauf, sonst sieht man es nicht in dem kleinen Fenster. Hier bin ich zu Hause. Dämmung HT hier unten Symbolschraffur. Und Stift 29, Hintergrundstift 49. Das merke ich mir. 29, 49. So, ich wähle wieder meine Decke. Dann Schraffur, Symbolschraffur, Dämmung hart, 29, Konturlinienstift,
werde ich wahrscheinlich nicht ganz so wild brauchen. Moment, jetzt habe ich wieder einen Hänger im System. Na, okay, jetzt geht's wieder. Werde ich mir eher einen kleineren Stift für die Wärmedämmung verwenden. Okay. Jetzt sieht die ganze Sache die falsche Decke erwischt. Ich glaube es nicht. Zurück. Nein, Steuerung 2. Steuerung hat das T. Das wäre die richtige gewesen. Gut. Dämmung hart. 29. 49. 18er. Okay. Macht ihm einfach nicht. Aha, weil der ja immer noch da besteht. Okay. Steuerung 2. Steuerung 2. Ich habe also hier immer noch eine Decke, die ich reinfahren muss. So, jetzt müsste es stimmen. Jetzt passt's. Gut. Die Wände muss ich natürlich auch noch einmal. Punkt, dieser hier. Also die kann ich gleich aktivieren. Alt-Klick dazu aktivieren. Steuerung hat das T. Habe ich zuerst vergessen. Ich muss natürlich bei dieser Aktion auch hier unter der Schraffur diese Hackerl setzen, damit er mir dann im Schnitt das richtig anzeigt. Wobei im 3D sieht man jetzt nichts, weil das ist gleiche Oberfläche wie vorher. Erst im Schnitt offenbart sich das Ganze. Steuerung 2 oder möglicherweise im 3D-Dokument. Also wenn ich das, ja, ich mache mal die ganze Steuerung 3 näher hin und wenn ich drehe die ganze Geschichte, dass es nicht ganz so perspektivisch verzerrt ist, so ist es ganz gut. Rechte Maustaste, 3D-Dokument neu definieren, also abbrechen, Fenster für 3D-Dokument aufnehmen, Test erstellen. Hier haben wir es. Und hier sieht man den Unterschied. Hier geht die Decke oben ganz raus, da habe ich es nicht gemacht. Und hier geht die Wärmedämmung durch und trotzdem, man sieht auch den Unterschied, dass es wirklich eine Deckenranddämmung ist. Und trotzdem stimmt die Sache. Jetzt könnte ich das noch für den Keller machen, für die Bodenplatte. Die Bodenplatte muss noch rausschauen. Der Keller gehört noch gedämmt. Andere Schraffur für den Keller und so weiter. Gut, das war's wieder.